Unsere Wintersporthelden starten durch. Völlig neue Herausforderungen, völlig neue Disziplinen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Schraube um Schraube, Span um Span. Das Abenteuer kann beginnen. Schanzenklopfer mit Erik Frenzel und Johannes Ritzek, Kombinierer im Klopfkampf. 5 Nägel müssen hier herausgezogen und im Auslauf präzise auf der weiten Linie wieder eingeschlagen werden. Dieser Wettkampf ist einfach der Hammer. Countdown und Action. Was für ein Hebelschlag rechts von Frenzel. Tolle Technik zum Einstieg. Und was macht Ritzek? Ja, das gibt's doch gar nicht. Der fegt erstmal alle Nägel oben raus und schlägt sie dann von unten ein. Mal schauen, ob er damit weiterkommt. Das ist auf jeden Fall eine ganz neue Technik. Revolutionär wie der Fosbury Flop, möchte ich sagen. Aber jetzt schaut euch rechts an. Erik Frenzel, ruhig macht er das. Ganz souverän. Und links, Ritzek, die beidhändige Hammerhaltung. Die ist doch arg mädchenhaft. Und dazu kommt bei diesen Temperaturen im Innern viel zu warm angezogen, die Jungs, die sonst Minusgrade von Kusamo gewöhnt sind. Frenzel lässt sich nicht abschütteln. Der löst und hämmert wie ein Uhrwerk. Und tatsächlich, er klopft krasser. Der Sieg geht mit 5 Sekunden Vorsprung an den König der Kombinierer, den Dreifachpapa Erik Frenzel.